erleben, glaube ich, wirklich eine Zeitenwende, bei der das Zeitalter des Neoliberalismus vorbei ist und wir die soziale Marktwirtschaft als das eigentliche Erfolgsmodell gut präsentieren können, auch international, dass in Davos, wo drei Jahrzehnte oder mehr als zwei Jahrzehnte über dieses Konzept gelacht wurde und man gar nicht genug entstaatlichen konnte und an sozialer Sicherheit entfernen konnte, jetzt ausgerechnet dieses Modell wiederentdeckt wird, das ist vielleicht ja auch eine besonders intelligente Form eines Täter-Opfer-Ausgleichs, der dort stattgefunden hat. Also ich finde gute Bedingungen dafür, dass Sozialdemokratie in Deutschland und in Europa ihr Politikkonzept wieder stärker mehrheitsfähig machen kann. Die SPD will allerdings bei der Erarbeitung eines Regierungsprogramms erstmals in der nun fast 150-jährigen Geschichte unserer Partei dieses Regierungsprogramm nicht innerhalb der Partei erarbeiten, sondern wir haben eine umfassende Bürgerbeteiligung vorgesehen. Wir wollen in einer Art Volksbeteiligung allen Menschen in Deutschland die Möglichkeit geben, zu den Ideen von Sozialdemokratie für die Zukunft unseres Landes und die Zukunft Europas ihre Meinung zu sagen, Kritik zu üben, Veränderungsvorschläge zu machen. Wir werden den Menschen, die das tun, sie bei dem gesamten Prozess der Programmerarbeitung dabei behalten. Das heißt nicht, dass wir alles machen, was Menschen von uns fordern, sondern auch denen, die uns Vorstellungen vermitteln, die wir entweder für nicht bezahlbar oder vielleicht auch für falsch halten. Auch denen werden wir natürlich sagen, warum wir ihren Vorstellungen aus unserer Sicht nicht folgen können. Aber dieser Bürger-TÜV für eine Erarbeitung eines Regierungsprogramms ist die konsequente Fortsetzung der Debatte um die Öffnung der SPD, die wir in den letzten zwei Jahren geführt haben. Wir haben zwei Jahre lang Zukunftswerkstätten gemacht, wo wir mit Experten, mit Wissenschaft, mit Zivilgesellschaft debattiert haben über die Zukunftsaufgaben im Land. Wir haben jetzt auf dem Parteitag vor wenigen Wochen wichtige Beschlüsse dazu gefasst und es geht jetzt darum, das in der Diskussion mit allen interessierten Menschen in Deutschland weiterzuentwickeln, um dann Anfang des kommenden Jahres das Regierungsprogramm für die Bundestagswahl 2013 zu debattieren. Heute haben wir uns ein wichtiges Thema vorgenommen, die Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung. Wir hatten dazu eine Reihe von Experten da. Professor Bofinger, Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung, Professor Driftmann, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Rainer Hoffmann aus der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie und Dr. Bock, der Vorstandsvorsitzende der BASF, haben mit uns heute über die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland, Europa und natürlich auch weltweit diskutiert und über die Frage, was wir eigentlich tun müssen, um das, was wir Gott sei Dank in Deutschland haben, nämlich eine bessere wirtschaftliche Ausgangsbasis als viele andere, beizubehalten. Für die Sozialdemokraten ergeben sich ganz klare Konsequenzen. Erstens, wir müssen das Jahr 2012 zum Jahr der fairen Löhne machen und zum Jahr der höheren Löhne. Wir werden eine konjunkturelle Entwicklung haben, bei der die Binnennachfrage immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und es geht auch darum, dass wir in Deutschland tatsächlich dafür sorgen müssen, dass sich Leistung lohnt, allerdings auch bei denen, die tatsächlich was leisten. Und das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Es geht nicht nur um Mindestlöhne, es geht auch um die Gleichbehandlung von Leih- und Zeitarbeit mit Festangestellten, mit der gleichen Bezahlung von Männern und Frauen für die gleiche Arbeit. Und es geht um deutlich höhere Tariflöhne. Menschen haben das Recht, die haben verzichtet während der Krise. Es ist nur angemessen, sie am Aufschwung zu beteiligen. Das Zweite, worüber wir intensiv debattiert haben, ist natürlich die Frage, wie behalten wir eigentlich die Besonderheiten des Wirtschaftsstandortes Deutschland bei? Die Besonderheit besteht eben darin, dass wir ein starker Industriestandort sind, ein starker Standort für produzierendes Gewerbe mit einer guten Verbindung zwischen großen Industrieunternehmen und mittelständischen Unternehmen, insbesondere im Familienbesitz, hochflexibel, innovativ. Und da, glaube ich, gibt es eine Reihe von Dingen, bei der wir in Deutschland aufpassen müssen, dass wir nicht gerade die Grundlage, die uns wirtschaftlich stark gemacht hat, gefährden. Die Energiewende, groß eingeleitet durch einen dramatischen Wandel in der Energiepolitik der Bundesregierung, droht völlig vor die Wand zu fahren. Das sagt nicht nur der BDI-Präsident, das sagen auch Leute wie Klaus Töpfer und die Experten der Ethikkommission, weil nichts von dem, was im Rahmen der Energiewende verabredet wurde,
inzwischen in die Tat umgesetzt wird. In der Bundesregierung sind 6 Ministerien zuständig, die gegeneinander arbeiten. Wir haben, das werden wir vielleicht gleich hören, interessante Planungen in Ländern wie Schleswig-Holstein, die Windenergieproduktion um 20.000, 25.000 Megawatt in den nächsten Jahren auszubauen. Aber es gibt keine einzige Initiative, wie wir mit dem Leitungsausbau vorankommen. Speichertechnik wird nicht weiterentwickelt. Wir wollten mit der Energiewende verbunden 10% bis 2020 am Stromverbrauch einsparen. Wir erleben eher das Gegenteil und die Bundesregierung steht in Brüssel auch noch auf der Bremse, wenn es um energieeffizient geht. Und ich sage Ihnen in aller Offenheit, wir haben die große Sorge, dass das auf der einen Seite zu unbezahlbaren Preisen führt, für Wirtschaft, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, und auf der anderen Seite dann am Ende der Ruf steht, die Atomkraftwerke doch noch länger laufen zu lassen. Wer das ausschalten will, wer sowohl für Wirtschaft und Beschäftigung eine gute Energieversorgung sicherstellen will und wer auf der anderen Seite Preisschwankungen verhindern will, nach oben und Atomenergie wirklich abschalten will, der muss mehr tun bei der Energiewende. Das wird sehr stark im Mittelpunkt der Arbeit der SPD im ersten Halbjahr stehen, sich mit dem Stand und mit den Notwendigkeiten der Energiewende auseinanderzusetzen, um den Industriestandort Deutschlands erfolgreich halten zu können. Wir wollen vor allen Dingen auch reden, auch da waren wir uns sehr einig mit den heutigen Teilnehmern der Debatte über die Frage, wie gehen wir mit dem Fachkräftebedarf um. Es kann nicht sein, dass wir den Fachkräftebedarf ausschließlich durch Zuwanderung lösen wollen, solange 60.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr ohne vernünftigen Schulabschluss die Schulen verlassen, solange Hunderttausende von Frauen nicht arbeiten gehen können, weil wenn sie Kinder haben, die Betreuungsangebote fehlen, oder solange ein Drittel der Jugendlichen mit Migrationshintergrund keinen berufsqualifizierenden Abschluss macht. Das heißt, Bildung und Betreuung im Mittelpunkt auch, nicht nur der Hilfe für Menschen, ihr Leben zu gestalten, sondern auch natürlich, um ausreichend qualifizierte Fachkräfte für die wirtschaftliche Entwicklung bei uns zu haben. Und wir wollen mit der Wirtschaft reden über die Frage, wie wir die beiden größten Probleme im Land beim Thema wirtschaftliche Entwicklung besser in den Griff bekommen. Das eine ist, die öffentliche Investitionsquote ist miserabel. Wir fahren unser Land auf Verschleiß, weil wir weder in Schulen, Kindergärten oder Straßen investieren außerhalb der Konjunkturprogramme, die wir gehabt haben. Wir haben eine negative öffentliche Investitionsquote und bei den privaten Investitionen haben wir nach wie vor eine der schlechtesten Nettoinvestitionsquoten in Europa. Deswegen wird es sehr darum gehen, darüber zu reden, wie wir auf der einen Seite die Einnahmesituation und die Ausgaben unserer Haushalte so umstrukturieren, dass wir mehr Investitionstätigkeit des Staates finanzieren können. Sie wissen, dass wir dafür ein Steuerpaket und Finanzkonzept auch auf dem Parteitag beschlossen haben. Aber es wird auch darum gehen, die Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung, zum Beispiel durch die Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten, deutlich zu stärken. Das sind im Wesentlichen die Themen, die wir heute debattiert haben. Deutschland kann sich keinen wirtschaftspolitischen Stillstand leisten. Wir können nicht sozusagen auf der guten Situation uns ausruhen. Und das gilt auch mit Blick auf die europäische Entwicklung. Wir sind ein Land, bei dem 60% der Exporte in die Europäische Union gehen. Wenn um uns herum die Länder in die Knie gehen, dann wird Deutschland am Ende auch wirtschaftlich davon nicht unbelastet bleiben. Zur aktuellen Debatte sagen wir, es nützt nichts, immer größere Rettungsschirme zu debattieren, solange es kein Investitionsprogramm in Wachstum und Beschäftigung, keinen zweiten Marshallplan in Europa gibt. Dafür werden die vorhandenen Mittel nicht ausreichen. Das ist der Grund, warum wir dringend die Finanzmarkttransaktionssteuer brauchen. Es ist eine Schande, dass Frankreich die jetzt im Alleingang einführen will, statt dass Deutschland mitmacht, es wenigstens in der EU 17 zu schaffen. Das bedeutet, wir glauben, dass die Krisenpolitik von Frau Merkel, die ausschließlich darauf sitzt, Schulden abzubauen, dass die Europa immer stärker in die Abwärtsspirale hineinzwingt. Die Reduktion von Schulden ist richtig und notwendig, aber sie wird nur funktionieren, wenn parallel dazu Investitionen in Wachstum und Beschäftigung erfolgen. Nur auf dem Weg schaffen wir den Abbau von Schulden und dafür ist es notwendig, diejenigen mit an der Finanzierung zu beteiligen, wegen derer wir diese großen Schulden haben machen müssen.